Komm auf mich zu, zieh die Schwerter und das war's. Aber die sind mir egal. Ich muss den da vorne erwischen. Und ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Mich kriegt ihr niemals! Noch erbeuten und dann war's das. Wir müssen jetzt zu den südlichen. Den hier. Das wäre dann auch der. Der letzte schon. Hä? Da ist doch gerade einer vorbeigerannt. Geil. Nicht. Egal, gehen wir zu dem Assassinenauftrag hin. Das wäre dann auch der letzte, und dann würde ich sagen, machen wir mit der Geschichte weiter. Wahrscheinlich wird er hier auch auf der Insel sein. Ich hoff's. Ich habe so keine Lust, auf eine andere Insel zu gehen, deswegen jetzt. Wegen dem letzten Assassinenauftrag. Hallo, Freunde. Boah, hätte ich die jetzt angerempelt, die wären sofort mit einem Panzer. Okay, damals gab es keine Panzer. Aber wenn es in dieser Zeit gewesen wäre, dann wären sie sofort mit einem Panzer auf mich losgegangen. Ne? Dass du verstehst, was ich meine. So, erbeuten. Oder interagieren, nicht erbeuten. Assassinenauftrag, Händler ohne Konzession. Antonio Rueda, ein Geschäftspartner der Templer, handelt im Marktbezirk von Havanna mit Waffen und Sprengstoff. Findet ihn, setzt sein Geschäft ein Ende und ihm auch. Nur das ist damit verbunden, würde ich mal sagen. So. Wo bin ich? Da. Okay. So. Haltet ihn. Wen denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Komisch. Immer wenn ich da aufnehmen will, juckt alles bei mir. Alles. Mein Rücken, meine Nase, mein Kopf. Alles. Mal gucken. Aufs Dach. Unter uns, haltet ihn. Da ist er. Ja, ist okay. Ist... Oh Mann! Warum? Geh weg! Komm, geh mir einfach auf den drauf. Komm, geh mir einfach auf den drauf. Toll, echt. Oh Mann. So macht es keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, ne. So, jetzt gucke ich, dass ich vorher die. Ja, die Waffe ist geladen. Gut. Kann doch nicht sein. So. Ja, warte doch einfach, bis ich mal oben bin. So. Runter vom Dach. Hä? Was? Komm her. Das packt schon wieder. Wo hat der? Komm schon, der muss doch jetzt mal endlich sterben. Oh, Havanna fertig. Oh Gott, endlich. Endlich.
habe zwar nicht das volle Synchronisation geschafft, aber ganz ehrlich, egal. Es zählt trotzdem als vollkommen, ja. Zählt trotzdem als vollkommen. Soll ich sagen, gehen wir zur Checkdoor zurück? Jetzt wollte ich gerade Morrigan sagen. Aber nein, wir gehen... Oder? Muss ich zur Checkdoor? Nach Nassau. Nö. Geh mal nach Baco Island. War mir auch schon lange nicht mehr. Bloß da müssen wir halt nichts machen. Sondern einfach nur zu der Mission hinfahren. Oh Mann. Da ist Adewale. Oh Gott. Mehr Segelmänner! Setzt alle Segel, die wir haben! Oh, krass. Oh, war das knapp. Ach du Scheiße. So, und da sind wir wieder bei der Musik. Musik. Bei der Mission. Charlestown. Charlestown. Hey, O'Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Ich frage mich, warum Blackbeard ihn weggeschickt hat. Ich frage mich das jetzt gerade. Aber... Ich will es nicht weiter vertiefen erzählen oder was weiß ich was. Ah, Charlestown. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geißeln gegen Medizin! Meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott. Verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schicken Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ah, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen.
Jetzt tun sie noch etwas Unverhältnis anders. Und ja, jetzt müssen wir Soldaten ganz, ganz leise verfolgen. Ich hoffe, dass die uns nicht entdecken. Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin. Versuchen, den Austausch zu verhindern. Nein, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Ja. Ich glaube, da muss ich... Ah, ne, muss ich doch nicht schneller werden. Ich weiß. Aber das ist auch komisch, da zeigt es auf der Karte was ganz anderes an. Wie, auf der, ja, wie in dem Spiel halt selber. Ganz ruhig. Nicht die Verfassung verlieren. Da ist noch ein Wachturm. Ja. Die Musik könnte ich jetzt gar nicht brauchen. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Jetzt halbes Segel. Bin noch halbes Segel dran. Die Autokarte zeigt, dass ich jetzt auf Grund laufen müsste, was ich aber nicht tue. Niesen. So, diesmal hatte ich nicht die Nase einfach so gejuckt, sondern oh, diesmal musste ich richtig niesen. Gott sei Dank. So. Ich muss die Glocke sabotieren. Hä? Wachen. Merkt bleiben. Ist das so eine... Nee, doch nicht. So. So. Die zwei da hinten. Sonst noch irgendein... Ne, gut. Schande über mich. Boah, Kacke. Das war gerade richtig knapp. Ich muss die Glocke sabotieren. Was? Ich muss unbedingt die Glocke sabotieren. Ich habe nur noch die zwei Waren. Die Hälfte. Und die. Bis jetzt habe ich alle 4. Gut. Jetzt tue ich die hier ausschalten. So. Ah, Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, scheiße. Scheiße. Aber so wie es aussieht, kommt keiner zur Verstärkung. Okay. Sabotieren. Schnell, fahrt weiter. Mann! Hä, Alter, Mann! Danke, endlich. So. Nehmen wir Fahrt auf. So, ganz langsam weiter geht's. Da hinten, ach du Kacke. Ich sehe sie. Da drüben.
bleibt dieser Fluss so breit und tief? Oh Mann, Bein mal ausstrecken. Ich hätte fast einen Krampf gehabt bekommen, das wäre nicht gut geworden. Hoffentlich bleibt der Fluss so breit und tief. Ich hoffe, dass ich nicht auf Grund laufe. Das wäre ein bisschen arg bitter. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Genau das meine ich. Aber die sind auch durchgekommen, also wird es für uns auch nicht mehr sein. Tu die noch nicht. Weh, ich laufe jetzt auf Grund. Ey, ganz ehrlich, die Mini... Ja, ist ja gut. Die Minikarte ist für den Arsch, ganz ehrlich. Ich bin dadurch Land gerade durchgefahren. Alle Segel einholen. Hallo? Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht vorbei. Das ist scheiße. Da, ich komme da nicht vorbei. Großsegel setzen. Obwohl, da wird wahrscheinlich wieder eine Videosequenz eingeleitet. Das passiert mit uns, wenn wir auf Grund laufen. Wir entkommen uns, Captain. Sie leben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Bitte nicht ziehen. Also. Okay, ich dachte, ich muss sie jetzt noch weiter verfolgen. Aber nee. Okay. Das Kanonenboot verfolgen. Oder Ruderboot. Ach und ja, hier gibt's Krokodile. Ah, stimmt, das ist jetzt ein weißes Ruderboot, das ich jetzt verfolgen muss. Okay. Ah, Gott. Hä, wohin denn? Kacke. Kacke, nein. Ah, es ist vorbei. Ist vorbei. Ah, ich hab's verkackt. Komm, schneller. Ich müsste da nämlich geradeaus. Nicht nach hinten oder so, sondern geradeaus. Boah, sieht doch kaum was bei dem Nebel. Glocke tue ich jetzt mal nicht sabotieren, das wäre ein bisschen schwachsinnig. Vor allem, weil ich das Ruderboot oder die Kanonenboot sagen, verfolgen muss. Nur den muss ich verfolgen. Auch komisch, wenn ich die aus dem Blickfeld verliere, dann fängt der Timer an. Nein. Das kann... Nein! Ah, komm. Geh hoch. Danke. Fast. Nein. Kacke. Ah, Mann. Fast hätte ich es geschafft. Aber nur fast. So wie die gesagt haben. Ach, da ist eine Anpirsch. So. Stopp,
Na. Ich muss die ausschalten, die Wachen. Das kann nicht anders sein. Ich verstecke die Klinge Schlaffall. So. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet. Du weißt ja wie. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Was soll das? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Das wird. Solange ich den Lagerschlüssel habe. Welche Glocken läuten da? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Achso. Ah, nein! Verfolgen! Ah, kacke. Ah, was ist denn heute los? Oh Gott. So, auf ein neues. Diesmal fehlen die Wachen, die den beschützt haben, nicht. Gegen Krokodile? Was? Warte mal. Herstellung. Ich will nämlich Krokodile einschläfern. So. Nein. Schlafpfeile. Nein! Ich habe keine Knochen. Och, Manno. Also kann ich das schon mal vergessen. Oh Gott. Vergiss es. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, kommt der Eismann durch. Aber sie sind schon durch. Nein. Was muss ich... Ach, den muss ich eliminieren. So. Haben wir es doch. Oh Gott, steh mir bei. Und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Dann wärst du jetzt am Leben, mein Freund.